Moin und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der wieder unterwegs ist. Und wie ihr seht, ich glaube, diesen Stein hier, den kennt ihr, den Weserstein, ja, hier Münden, Werra und der Fulda zusammen und werden zur Weser. Ja, aber diese Radwege, den Werratal-Radweg, Fulda-Radweg, Weser-Radweg, den werde ich heute nicht fahren. Ich bin ja mit meinem Böttcher Evolution mal wieder unterwegs, mache eine Mehrtagestour und fahre den Weser Harz-Heideradweg, aber nur von hier, Hannover-Schmünden bis Braunschweig. Ja, das ist angenehm, nicht mehr so viele Kilometer. Ich hatte mal richtig Lust, ja, dieses erste lange Wochenende vom 1. Mai zu nutzen, um mal wieder so eine Mehrtagestour zu machen. Nicht zu viel, ja, anstrengend wird es trotzdem. Dieser Radweg, der hat viele Steigungen, aber bestimmt auch viele schöne Aussichten. Leider ist das Wetter etwas trübe. Es soll sich langsam aber sicher ein bisschen aufklaren, aber so richtig sonnig wird es heute nicht. Nieselregen ist auch noch drin, aber das kann ich nicht ändern. Ja, heute geht es bis Duderstadt, so 76 Kilometer, also echt nicht zu viel. Ja, und dann wird es mal richtig ruhig. Keine 200, 300 Kilometer, nein, das muss nicht immer sein. Aber naja, schauen wir mal, wie dieser Weg ist. Ist vielleicht ein bisschen unbekannter. Den möchte ich mal gerne fahren. Es geht über Orte, die ich auch noch nie gesehen habe. Ja, da, durch die Stadt Göttingen geht es vielleicht durch, ja, aber die habe ich bei der letzten Tour ja auch gar nicht so richtig gesehen. Also habe ich heute ein bisschen mehr Zeit. Dann hoffe ich mal auf schöne Bilder. Ja, und dann wünsche ich viel Spaß dabei bei meiner Tour auf dem Weser-Harz-Heideradweg. Was für eine Aussicht hier, der Radweg gerade eben, wunderschön. Wow, ein kleines Flüsschen nebenan, wild verwachsen, das sah ja richtig gut aus. Die Schede, glaube ich, hieß das, das Flüsschen, wunderbar. Ach, der Raps fängt an zu blühen, das Grün der Bäume kommt raus, das ist so klasse. Ich bin mal gerade jetzt 10 Kilometer unterwegs und bin schon geflasht. Schade, dass die Sonne nicht scheint, aber da kann ich nichts machen. Aber es sieht echt klasse aus. Ich hoffe, ich kann es rüberbringen. Also, dann geht's weiter. Wow, klasse.
kurz vor Dransfeld bin ich jetzt. Richtig schöner Radweg, obwohl er jetzt hier so an der Bundesstraße entlang führt. Heute ist nicht so viel los. Ja, gute Steigung, aber ich bin jetzt so 200 Meter über der Weser. Ja, bei Kilometer 13, ungefähr auf 10 Kilometer verteilt. Mal auch mal wieder ein bisschen runter, aber es war gut machbar. Jetzt habe ich einen schönen Blick auf den Ort. Jetzt geht es da gleich wieder runter. Und da hinten muss ich wieder über den kleinen Hügel rüber. Und dann, ja, schauen wir mal. Aber echt tolle Aussichten zwischendurch. Es lohnt sich wieder diese ganze Anstrengung. Das ist ja unglaublich. Wenn die Sonne jetzt noch scheinen würde, aber ja, das will ich nicht so oft betonen. Kannst ja nicht, naja, man kann es nicht aussuchen, aber ich habe jetzt frei, also mache ich die Tour. Also bis jetzt hat es mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr toll. So, nun ist Zeit für eine kleine Mittagspause. Ich bin, glaube ich, jetzt wieder etliches an Höhenmeter hochgefahren. Oh, aber wieder tolle Aussichten. Und hier habe ich jetzt ein tolles Rastplätzchen gefunden bei diesem Örtchen hier. Spielplatz, ja, alles mögliche, Grillplatz, alles dabei. Hier ist diese Hütte, top. Es regnet zwar nicht, aber hier sitzt man natürlich trockener. Die Bänke sind draußen alle nass. Ja, über Nacht hat es ja hier geregnet, aber jetzt scheint es ja doch trocken zu sein. Ich hoffe es. Also Nieselregen ist nicht. Top. Kommt genau richtig. Um 11:30 kann man mal jetzt langsam was essen. Und ich habe ja auch schon was getan. Ja, und dann geht es Richtung ja, Göttingen. Vielleicht das meiste bergab. Ich glaube aber auch das Schwierigste habe ich heute auch schon überstanden. Aber werde ich dann sehen. Also dann Mahlzeit erstmal. Eine schöne Banane. Die tut auch immer gut. Auf dem Weg nach Göttingen. Ich muss sagen, was für ein Weg hier. Wow, zwar ein bisschen etwas steinig. Teilweise ist es eine alte Bahntrasse Richtung Göttingen hier runter. Aber traumhaft, finde ich. Gerade jetzt, wo das so blüht und rechte Hand kann man weit gucken. Man ist so ein bisschen oberhalb jetzt von Göttingen. Also das ist ja Wahnsinn. Habe ich nicht erwartet. Echt toll. Aber wenn das so weitergeht, wow, Traum.
Ja, ein kleiner Schlenker durch die Innenstadt war drin, aber es war echt voll da. Aber naja, beim letzten Mal bin ich ja nicht da vorbeigekommen bei meiner Garmisch-Reise. Dafür jetzt mal hier durch. Das war drin. Ist ja auch nur noch 38 Kilometer bis Duderstadt. Da fahre ich hier auf einem schönen Radweg durch die Stadt. Wieder ein paar Kilometer raus aus Göttingen. Auch die Strecke, die ich letztes Jahr gefahren bin, bin ich jetzt wieder weg. Hier eine schöne kleine Rückhaltebecken hier, schön gelegen in so einem kleinen engen Tal. Ja, wie ihr seht, ja, habe ich einen anderen Sattel drauf. Ich habe nicht den Böttcher, den Brux drauf. Ja, ich will mal probieren mit denen, ja, so einen harten Sattel. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, in anderen Rädern auch, Rennrad. Mein Mountainbike hat auch einen harten Sattel und ja, mein Gravelbike sowieso auch. Aber das mit dem Brooks, das hat mir letztes Mal nicht so ganz besonders gut gefallen. Da ich doch lieber mit einer Radlerhose, mit Polster losfahre, als ohne. Ja, das gefällt mir besser, das will ich jetzt hier probieren. Ja, und ein Jahr ist das Rad ja auch schon wieder alt. Knapp ein Jahr ist es. Zeit für ein Fazit zu ziehen, ob es sich gelohnt hat. Aber ich glaube, das werde ich mal bei einem anderen Video machen und nicht jetzt hier auf dieser Reise. Also weiter geht's, 30 Kilometer bis Duderstadt. Wieder ein ganzes Stück geschafft und ich fahre jetzt zurzeit hier dieses Flüsschen wieder hoch. Das ist die Garte, ein ja, doch wieder tolles Tal, muss ich sagen. Wieder gut gefühlter Radweg, richtig toll, richtig klasse.
Die Straße ist gar nicht mal so viel befahren, wenn man mal da mal drauf fahren soll. Aber gerade war wieder ein Stück schön abseits, sehr, sehr ruhig und einfach nur herrlich. So lässt sich doch Radfahren. Das macht auch richtig Spaß, jetzt hier alles mal wieder ruhig angehen zu lassen, mal alles zu filmen, mal ein bisschen näher anzuschauen. Ja, das ist doch wieder mal was anderes als dieses schnelle, viele Kilometer machen. Aber macht alles für sich Spaß. Ja, also weiter geht's. Duderstadt müsste noch 14, 15 Kilometer sein, eine gute Stunde. Denn hier geht es erstmal noch bergauf. Aber wunderbar, einfach nur klasse. Einfach nur klasse. Leute, geschafft, ich hab's geschafft, ich bin in Duderstadt, okay, es war nicht so schwer, geplante 76 Kilometer, es sind jetzt 85 Kilometer geworden, völlig egal, es war echt ein toller Weg, muss ich sagen, sehr, sehr schön, tolle Aussichten, hat richtig Spaß gebracht, mal wieder auch mit dem Rad loszufahren und dann alles so richtig anzuschauen, genauso wie die Stadt jetzt hier, das ist mein Ziel, es ist noch recht früh, 4:30, aber ich habe gedacht, hier ist das Ziel, hier war ich noch nie. Man hätte vielleicht noch bis zum Fuße des Harzes schaffen können, bis Herzberg, aber ich habe gedacht, hier bleibe ich jetzt, hier komme ich in ein kleines Hotel unter. Nein, nicht mit Zelt. Ja, mit Campingplätzen ist es auch sehr rar gesät und ja, wie gesagt, erst war Regen angesagt und jetzt doch nicht, aber egal. Die 3 Tage werde ich auch mal verschmerzen. Ja, es hat richtig, richtig Spaß gebracht. Ich muss sagen, sehr gut geführter Radweg. Viel an Nebenstrecken, in Seitentälern, ihr habt es alles gesehen, es war wunderschön. Also es hat richtig Spaß gebracht, also wirklich ein Tipp, dieser Radweg, es war echt nicht viel los, immer weit weg von Mainstream sozusagen, also da kann man abschalten. Göttingen, ja okay, wenn man in die Innenstadt fährt, da war richtig was los, aber an der Leine, wenn man den Weg fährt, an der Leine längs, da war auch nichts los. Also wenn man es ruhig haben will, ist der Weg echt super. Also und dieses Highlight hier zum Schluss, Duderstadt, richtig toll, also das ist echt klasse. Ja und morgen geht's zum Namen wieder. Harz kommt morgen dran. Ja, dieses wird der morgen abgefahren. Einmal überweg. Ui, ich habe mir die
Location den Goslar ausgesucht. Das sind dann 100 Kilometer, über 1000 Höhenmeter. Ui, ja, ist richtig viel, aber ich werde es ja wohl schaffen. Also mal sehen, wann ich morgen früh loskomme, ob ich wieder so viel Zeit lassen kann. Es ist ja auch lange hell. Ja, und da geht es dann wieder über die Berge. Heute waren ein paar dabei. Muss sagen, habt ihr gut überstanden. Ja, okay, ich bin nicht so ganz, ganz vollgepackt. Das ist doch relativ leicht. Ja, und ja, freue mich auf morgen. Morgen soll die Sonne scheinen. Wow, echt. Mann, ich freue mich richtig drauf. Es hat heute echt gefehlt. Das war's. Dieses Graue. Ja, es war einmal ganz kurz draußen so in der Höhe Göttingen. Ja, aber dann wollte es nicht. Aber wenigstens geregnet hat es nicht. Also morgen gibt es schöne Bilder, wo hoffentlich aus dem Harz, aber auch noch andere tolle Highlights. Ja, also ich hoffe, das hat dann heute auch gefallen. Hat schöne Bilder ergeben, schöne Aussichten. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Euer Flachlandradler Thorsten. Moin moin und tschüss. Na dann bis zum nächsten Teil.